Eine Bergregion mit abgelegenen Orten, steilen Pässen und einer Eisenbahn, die zum Weltkulturerbe gehört. Die Rätische Bahn. Der Kanton liegt im Südosten der Schweizer Alpen. Die regionale Küche ist berühmt für Nusstorte mit karamellisierten Walnüssen und Bündnerfleisch. In den Hochlagen der Bündner Alpen wächst eine seltene Kiefernart, die Arve. Die Schreinerin Barbara Schuler-Rotzi verarbeitet sie. Die Arve ist ein bisschen wie wir Bergler. Sehr knorrig und doch fein. Und die duftet, das kann man gar nicht beschreiben. Sonja, die Mutter von Barbara, kocht traditionelle Bündner Küche mit Leidenschaft. Ich schreibe einfach alles auf und habe einen kleinen Ordner gemacht nach ABCD. Und da sind meine Rezepte drinnen, die meine Enkelin bekommt. Barbara Schuler-Rotzi führt die Schreinerei der Familie bereits in dritter Generation. Oh, da hat es Herz, Papa. Hast du gesehen? Schön. Oh, das ist gut zum Käuen. Der ist ja gut sein. Nur, den kannst du mir noch mehr geben. Du hast noch putzen? Aber super. Ich will auch. Willst du auch? Ja, sicher. Nicht alles dir. Ah, schau da, der Kleine da. Der. Danke. Ja, ist gut. Ist gut. Tipptopp. Das machen wir Hölzigen. Wir haben ja sowieso Harz im Blut. Aber er muss schön aussehen, so ein bisschen bernsteinfarbig. Und klar, und wenn man das mit dem Messer wegputzt, muss das schön wegspringen. Und dann hat es die richtige Konsistenz und er ist ein super feiner Kaugummi. Die Arve, auch als Zirbelkiefer bekannt, wird nur im Winter gefällt. Dann kann das Holz besser verarbeitet werden. Schauen wir den mal an. Ja, der ist, von der Dimension ist der schön. Okay. Und dann schaue ich nachher mit dem Förster, ob der irgendwas fällen ist die nächste Zeit. Kannst du mir da mal schauen, wo ich bin? Der 80-jährige Rico hilft seiner Tochter noch regelmäßig. Wie hier, okay, bei der Baumauswahl. Weiss nicht, der wäre nicht schlecht, oder? Ich würde den nicht, ja. Also, wenn er mir nicht gibt. Ja. Wenn er ihn verkauft. Okay. Ich habe die Erfahrung immer noch nicht genügend, um zu sagen, ich gehe das Risiko ein. Und solange Papa da ist, nehme ich ihn noch so gerne mit, weil er hilft mir wirklich dabei und ich kann nur profitieren. Im Herbst endet die Erntezeit für Mangold, in der Schweiz auch Krautstiel genannt. Sonja Rotzi braucht die Blätter für Kapuns, ein beliebtes Bündner Gericht. Ja, jetzt ist bald vorbei, die Ernte. Jetzt müsste ich eigentlich noch eins, zwei Blatt haben. So, da bin ich wieder. Schon zurück? Ja. Und sieht gut aus. Ja, super. Enkeltochter Ladina hilft Sonja bei den Kapuns. Kapuns sind kleine Mangoldrouladen und werden in Graubünden in unzähligen Varianten gegessen. Wieso tust du die eigentlich klopfen? Damit der Stotz so weich wird, den ich nicht rausschneiden kann. Und dort tun ich sie klopfen, sonst kann man das nicht gut rollen. Das musst du vor dem Kochen machen. Ja. Vor dem Wickeln der Rouladen wird der Mangold kurz blanchiert. Und er ist auch nicht heikel bei Frost. Also es kann ruhig mal ein Frost drüber gehen, dann sind die Blätter einfach weicher nachher. Eigentlich schon fast blanchiert und wir lieben's. Für die Füllung wird ein Spätzleteig hergestellt. Aus Mehl, Wasser und Eiern. Und wie lange musst du das jetzt rühren? Bis es blättert hat. Und dann kommt es gut. Jetzt sieht es gut aus. Ja. Und dann gibst du mir das Brot. Alles? Ja. Durch das Brot wird der Teig lockerer. Das muss jetzt zuerst ein bisschen versteckt werden. Das Brot verteilt gut. Und die kräftig geräucherte Engadiner Wurst gibt die nötige Würze. Noch ein bisschen. Dankeschön. Meine Großmutter machte die Kapuns anders als ich. Und ich habe da immer wieder probiert und bin darauf gekommen, dass es mit der Engadiner Wurst wirklich am besten mundet. Weil
Speck ist zu wenig, ist schwer. Schinken hat zu wenig Kraft. Es muss doch noch ein wenig Schwung drin sein. Und darum nehme ich die Engadiner Wurst. Bist du so weit? Ja, ich bin so weit. Aber es klebt ganz fest. Achtung, ich komme. Das gibt ein grosses. Super. Dankeschön. Jetzt musst du es so drehen. Nimm du selber eins und dann kannst du mir so zeigen. Gut, wie du willst. Machen wir das. Dann mache ich dir nämlich einfach noch. Ja. Dann nimmst du so viel und tust drauf. Unten aufklappen. Unten rauf. Ja, und dann seitlich einklappen. Nur langsam. Nur langsam. Einmal einrollen, nochmal seitlich nehmen, wenn es vorne steht. Und zuletzt das Deckel drüber machen. Wie ein Fröschli. Wieso wie ein Fröschli? Ja, schau, grünes Fröschli. Ja, aber der hat keine Augen. Mit Augen würdest du es ja nicht essen, oder? Doch. Glaube ich dir nicht. Das ist bei jeder Familie so. Bei der Oma schmeckt das einfach am besten. Also, das ist auch so. Bei der Oma schmeckt es am besten. Das ist, ja. Das sagen immer alle. Und ich zeige es ihr eben auch gerne. Weil ich finde es toll, wenn, so bleibe ich auch in Erinnerung, wenn ich mal nicht mehr bin. Oh, nicht nur so. Bergün liegt an der Straße über den Albola-Pass. Im alten Dorfkern reihen sich Häuser im Engadiner Stil aneinander. Sie stammen aus dem 16. Jahrhundert. Hier lebt Familie Schuler-Rotzi. Hans, der Mann von Barbara, ist Sanitärfachmann. Dass er den öffentlichen Brunnen vor seinem Haus putzt, ist eine freiwillige Gemeinschaftsarbeit. Das ist dann typisch schweizerisch. Man organisiert Sportanlässe, man organisiert Brunnenputzen, man organisiert Wanderwegreinigungen. Und da sagt eigentlich niemand, ich hätte gerne einen Lohn dafür. Das ist wirklich typisch schweizerisch und das wird hier auch noch zu einem recht grossen Teil gelebt. Hans, solltest du mir helfen? Ich muss Bretter haben, ich kann nicht allein. Ja, okay. Hä? Ja. Ist gut, nur einen Moment. Ja. Okay, kannst du dort nehmen? Arvenholz muss jahrelang trocknen, bevor es verarbeitet werden kann. Barbaras Holzlager sind im ganzen Dorf verteilt. Das ist nicht sehr praktisch, aber über Generationen so entstanden. Das weiche Holz der Arve ist ideal für den Möbelbau. Der aromatische Duft bleibt über Jahre erhalten und soll der Gesundheit förderlich sein. Die Arve ist ein bisschen wie ein Rohdiamant. Und wenn man sie bearbeitet, wird sie wie Seide, glänzend, ganz fein anzulangen. Und es riecht jedes Mal, wenn man nur ein Brett aufschneidet, wenn man nach Hause kommt, die Hände riechen von Arve. Es ist sehr intensiv. Und das, ja, ich mag das einfach. Es gehört wie die Berge zu mir, wie der Winter zu mir, gehört die Arve auch dazu. Essen ist bereit! Die Kapuns wurden mit Sahne und Käse gratiniert. Dazu gibt es Tomatensalat. Jetzt bin ich denn froh, dass du Kapuns von der Nonne kannst machen. Ja, gell? Ja. Das ist super. Das ist super, ja. Das ist eine Generationenablösung, ja? Weißt du, eine Generation übersprungen. Aha. Barbara ist viel herumgekommen und mit ihrem Mann um die Welt gereist. Als ich das erste Kind ankündigte, ist sie in ihr Heimatdorf zurückgekehrt. Für mich ist es schon so, es ist schön, in einem Tal aufzuwachsen, aber es ist auch ganz wichtig, dass man die Augen und die Ohren offen behält und sich auch manchmal talauswärts richtet. Ich habe vieles gesehen und schlussendlich ist dann doch Bergün meine Heimat, wo ich meinen Platz habe, meine Wurzeln habe. Um wo ich hingehöre. Barbara fährt nach Papan, um Bündnerfleisch zu kaufen. Auch die Fleischtrocknerei von Jörg Brügger ist ein alteingesessener Familienbetrieb. Buela, ciao. Ciao, Barbara, hoi. Grüß dich. Hast du es gut? Ja,
tiptop. Du solltest wieder mal ein bisschen Bündnerfleisch haben. Ja, wie viel hättest du gerne gehabt? Ein schönes Stück. So. Die hier habe ich. Oder von der Größe her, was meinst du? Ich hätte es gerne ein bisschen durchzogen. Ja, das ist auch gut. Aber lieber nicht eingepackt. Ja, ist gut. Ja, wenn man frisch ja, du ein Stück frisch abschneiden. Ja, sehr gerne. Wie viel meinst du? Wie viel? Gibst du mir etwa die Hälfte? Etwa die Hälfte, ja, gerne. Ja, gerne. Schau, da hast du noch ein bisschen zum Probieren. Ich habe frisch aufgeschnitten. Oh, super. Der ist auch so durchzogen. Das ja. ist genau das, was ich gerne habe. Wenn das so gut ist wie das, ist perfekt. Das ist es sicher. Das frische Rindfleisch wird gesalzen und gewürzt und kommt dann zum Antrocknen auf den Balkon. Die natürliche Lufttrocknung in den kühlen Monaten ist die traditionelle Methode zur Herstellung von Bündnerfleisch. Das charakteristische Aroma, das kommt es auch vom Wald, vom Geschmack, der in der Luft ist. Und das ist auch das, was Spaß macht. Das Fleisch kommt aus der Natur, das Salz, das Gewürz, der Wind, das Wasser und der Frost. Und aus diesen Elementen so eine Spezialität herstellen zu können, das macht unheimlich Spaß. Durch das Salzen und Trocknen wird das Fleisch konserviert, verliert aber auch die Hälfte seines ursprünglichen Gewichts. Bis zu 9 Monate dauert dieser Vorgang. In dieser Zeit werden die Stücke mehrfach gepresst. Gepresst wird, dass es die Feuchtigkeit im Kern vom Stück immer wieder an den Rand hinaus verteilt. Also mein Urgroßvater hat das noch nicht gemacht. Dazu mal muss es nur gut sein. Aber heute ist es auch wichtig, dass es schön aussieht. Heute kauft der Kunde auch mit dem Auge. Barbara und Ladina bereiten Gemüse für eine Suppe vor. Jetzt einfach rein. Genau. Es geht ja nur darum, wenn wir die Lorbeerblätter und Nägel einfach so in die Suppe reingeben. Und das ist unlästig beim Essen, wenn du nachher immer Lorbeerblätter und Nelken dabei hast. Ja, genau, noch ein bisschen und schön verteilen. Dankeschön. Viele Zwiebeln, Lorbeer und Nelken. So bekommt die Bündner Gerstensuppe ihr kräftiges Aroma. Gerste gedeiht auch in Regionen mit rauem Klima und kurzer Vegetationszeit. Das Gemüse kann je nach Saison variieren. Wichtig ist Lauch, Rüebli, das muss rein, Zwiebeln müssen rein. Fleisch? Richtig, Fleisch. Und was ist das Allerwichtigste in der Gerstensuppe? Gerste. Gerste, genau. So, und jetzt könnt ihr hier 2 Stunden kochen. Und dann geht es sehr gut. Ladina macht eine Lehre als Kfz-Lackiererin. Und sie ist Mitglied der Bergüner Feuerwehr. Heute wird die Mannrettung geübt. In den Dörfern ist es üblich, dass alle Erwachsenen unter 50 Jahren bei der Feuerwehr sind. Wer nicht will, zahlt einen Abschlag. Hast du Angst gehabt? Nein, das ist gut gemacht. Ja, ist auch gut gegangen. Danke vielmals. Super. Wenn jeder zahlen würde und keiner mehr geht, hätten wir keine Feuerwehr. Bringt ja auch nichts. Und ich mache es nicht, weil es Pflicht ist, sondern weil ich Lust darauf habe. Ansonsten wäre ich noch gar nicht dabei. Ich müsste erst in einem Jahr gehen. Essen, sonst kommt sie kalt. So, ein Guten miteinander. Die Suppe, die schmeckt eigentlich erst richtig gut, wenn man große Menge kochen kann. Also je größer der Topf, desto besser die Suppe. Schmeckt's? Ja, gut. Sehr gut. Gut. Oberhalb von Bergün, auf über 2500 Metern, liegt die Keschhütte. Ursina Bablan ist die Frau von Barbaras Cousin und Wirtin der Keschhütte.
Barbara will von ihr lernen, wie man eine gute Bündner Nusstorte backt. Und gell, du brauchst ganz einen Berg von Nüsse. Ja. Es kommt ja ganz gut, wenn du den Teig fertig hast und ich noch nicht einmal die Hälfte Nüsse. Obwohl es in Graubünden kaum Walnussbäume gibt, trat die Torte von hier aus ihren Siegeszug an. Es wird vermutet, dass Schweizer Wanderarbeiter das Rezept aus Frankreich mitbrachten. Für die Torte werden karamellisierte Walnüsse im Mürbeteig gebacken. Gerade wenn du so auf eine Hütte hochgelaufen bist, dann hast du dir dann so eine Kalorienbombe auch wirklich verdient. Die haben wir auch mitgenommen, wenn wir in die Berge gegangen sind. Weil es ist wirklich Energie pur, die man da erhält. Der Vorläufer vom Energieriegel ist die Nusstorte. Süße Sünde. Aber auf der Alm gibt es ja keine Sünde. Du sagst es. Jetzt schmeckt man den Karamell so richtig. Jetzt fängt es an, so. Gell? Mhm. Jetzt kommt es gut. Mm. Beim Karamellisieren ist Geduld die wichtigste Zutat. Nein, jetzt rühre ich nicht, weil es kein Klumpen. Es hat zwar da noch ein bisschen, ja, aber es hat sich nicht in Klumpen gebildet. Okay. So, und jetzt ist wieder das Gleiche, jetzt darfst du einfach auch nicht rühren. Aber ich habe es einfach wirklich nie getraut zu machen. Ja. Alle miteinander. Und dann kannst du es eigentlich auch abstellen. Und wenn du jetzt die Nüsse mitkochst, dann werden sie gummig. Ist gut so? Ja, das ist gut. Es ist einfach wichtig, dass du überall Nüsse und Karamell hast. Ja. Und dass am Rand, weißt du, kommt der Deckel drauf, dass der möglichst frei ist. Das sind auch nicht so. Aber gleich, ja, genau. Ja. Weil die Füllung im Mürbeteig eingeschlossen wird, ist die Nusstorte lange haltbar. Jetzt musst du noch Luftlöcher drin machen. Weil wenn du das nicht machst, dann lupft es der ganze Deckel und der Teig verreist. Gut. Tipptopp. Am Wochenende sind die Söhne der Schuler-Rotzis oft zu Hause. Manchmal begleiten Ricardo und Maurus ihren Vater beim Pilze sammeln. Ich weiß nicht, was das ist. Kann man den überhaupt essen? Also, ich kenne den nicht und ich glaube, der ist nicht essbar. Das Bärli. Das Rehpilzbärli. Schön. Oh, ein schöner, grosser Steinpilz. Ein richtig schöner. Ich glaube, der ist letzte Nacht gewachsen. Den nehmen wir mit. Wunderschön. Mm. Den nehmen wir mit. Den hauen wir nachher in die Pfanne. He? Okay. Gut. Wie Adriano Celentano. Wie hier am Palpugnasee gibt es in Graubünden viele öffentliche Grillplätze. Für ein Pilzragout werden am besten mehrere Pilzsorten verwendet, mit unterschiedlichen Aromen. Hans schmort Steinpilze, Eierschwämme und Rehpilze an. Ja, sieht gut aus. Wir haben auch ein bisschen Wald haben wir da drin, in unseren Pilz. Aber das macht nichts. Gell? Nein. Oder? Ja. Meinst du, Maurus? Ja, alles für dich, denk. Alles für mich, denk? Ja, ja. Gut. Also wenn ich sie nach Hause nehme, dann sortiere ich sie. Pilze, die geschnitten werden zum Trocknen, oder Pilze, die man in Essig und Öl einlegt. In Gläser einlegen und dann so vor allem in der Winterzeit ist es dann schön, wenn man in den Keller kann und ein Glas hochholen. Die schmecken dann wirklich lecker. Das sind meine Liebsten. Jungs, es gibt Essen. Ist der heiß da? Nein, der ist nicht heiß. Okay. Gute. Gute miteinander. Es ist wirklich gut gekommen. Ich finde es auch fein. Mhm. Nächstes Mal ein bisschen weniger Knoblauch und Pfeffer. Ist gut. Okay. Barbara ist von der Cash-Hütte wieder abgestiegen. Hey, hallo zusammen. Ciao. Hoi, miteinander. Hoi. Pilzli gefunden. Was machst du denn da? Ich habe gerade meine erste Nusstorte gebacken und da im Rucksack dabei. Selbst machen? Ja, kauf. Für Ursina in der Cash-Hütte. Okay. Ja. Die ist schon gut. Maurus, der Jüngste, ist gerade erst zu Hause ausgezogen. Für ihn soll ein Bett aus Affenholz gebaut werden. Klari bringt Zitte da. Dann da hin. Ja.
So wäre die Idee vom Bett. Mhm. Dass wir jetzt eigentlich hier Zinken-Schwalbenschwänze machen. Nachher brauchen wir nur noch die Leiste drin und den Mittelfuß. Ja, okay. Das ist gut. Okay. Die Bretter werden ohne Leim, Schrauben oder Nägel verbunden. Und das Holz später auch nicht versiegelt. Natur pur. Den habe ich, glaube ich, verhauen. Ich bearbeite es traditionell mit den Verbindungen, die wir brauchen, und dann aber in einem etwas schlichten Design, weil das Arfenholz spricht für sich. Es braucht gar nicht überall noch zusätzliche Verzierungen. Jetzt hoffen wir, das passt, das Ganze, was wir hier gemacht haben. Und dann kommt der Unterteil so. Genau, und du kannst auch gerade den Kopfteil nehmen. Das muss so streng gehen. Weil wir leimen nichts, dass wir so ohne Leim lassen können. Von den ätherischen Ölen der Arve soll eine beruhigende Wirkung ausgehen, so heißt es. Der Puls wird langsamer, der Schlaf tiefer. Okay. Gut. Aus Erfahrung kann ich sagen, es ist so. Unsere Kinder sind in der Wiege aus Arve gelegen, haben da geschlafen und haben gut geschlafen. Wir schlafen sehr gut im Arvenbett. Das ist nicht nur Tradition, das ist wirklich, das stimmt einfach. Das kann man belegen, wissenschaftlich oder dran glauben. Ich glaube dran. Oh, du bist gut. Und wenn wir es clean gemacht haben? Ja, dann gibt es noch was. Das langt auch für dich, du. Okay. Das ist linke quer. Also, zeigen. Knapp. Das ist knapp, das so. Ist clean. Tipptopp. Ja, aber es ist echt recht knapp. Jetzt bin ich mit den Füßen, also mit der Schuhe unten dran. Haben wir schon quer liegen. Und hier hast du noch ein bisschen Platz. Du liegst ja immer quer, hast du gesagt. Schön gaben an. So wird das schon gehen. Tipptopp. Ist gut. Frisch gehobelte Arvenholzspäne ziehen in einer Sahne-Milch-Mischung. Dazu kommt Eigelb und Zucker. Barbara will ein Eis, Glacé, wie der Schweizer sagt, mit Arvenholzgeschmack ausprobieren. Sie experimentiert gern mit dieser Art Naturküche. Es ist wie mit dem Bearbeiten vom Holz. Alles, was ganz natürlich ist, gefällt mir am besten. Und deshalb versuche ich da auch immer wieder Naturprodukte direkt mit einzubauen. Also für mich hat es noch nicht genug Arve drin, aber für die anderen wahrscheinlich schon. Auch die Nadeln der Arve kann man essen. Barbara hat sie dafür mehrere Stunden im Ofen dörren lassen. Was kann ich machen? Ich habe Nadeln, die sind ganz crisp. Arvennadeln. Mhm. Ist gut. Wunderbar. Ich habe nicht gewusst, dass man die kann so. Gell? Ja, das ist super. Das war ein rechter Versuch jetzt. Ja, gut. Das ist gut, ja. Frische Nadeln sind bitter und nicht genießbar. Ja, das ist gut. Knusprig gebacken und auf den heißen Steinen sind sie ein aromatisierendes Bett für den Ziegenkäse. Du hast überall ein bisschen Salz drauf, ich tue ein bisschen Zitrone. Ja. Wir könnten eigentlich ein Kochstudio eröffnen. Ja, nein. Du, da ist mir die Baustellenluft schon noch lieber und meine Schreinerei. Da kommt gar nichts. Schau mal das an. Das ist ja fantastisch. Wer macht denn schon der X? Ja, das kennt andere auch. Ja, wenn sie es dann mal im Kopf haben. Meine Schreinerei? Nein, das ist mein Leben. Darf ich dir das geben? Ja. Das Abendessen heißt bei der Familie Kaffee komplett. Dabei kommen herzhafte und süße Speisen auf den Tisch. So, meine Lieben, habe ich noch eine neue Kreation. Voilà. Oh. Ein guter miteinander. Danke. Also das Glas hat auch Arfe drin. Probieren Sie mal. Ja, hast du das Gefühl? Cool. Ja. Mhm. Ich habe jetzt eher das Gefühl, so im Nachgehen spürst du hin, spürst du also von der Arfe. Eher aber das Harzige. Ja. Hast du parat? Ja. Ja. Ich habe das ganze Bett eingepackt, aber ihr wieder mit eurer Art von Transportieren.
dann hängt er da ein, oder? Ja. Es ist gut, dass Sie da ein Stückchen von uns mitnehmen können. Und ich hoffe, Maurus fühlt sich dann wirklich wohl an seinem neuen Ort. Und denkt auch ein bisschen an zu Hause zurück. Ciao.